Die Werte, die wir vermitteln wollen, sind natürlich die, dass wir für die Angehörigen da sind, dass wir das Abschiednehmen so möglich machen, dass es gut für die trauernden Menschen ist und dass es ihnen eben ermöglicht, den Trauerweg so zu gehen, dass sie damit zurechtkommen. Deswegen hat Frankenheim ja auch ganz viele Angebote im Nachsorgebereich und das ist ja ein ganzheitliches Paket, was es eben sorgsam zu kommunizieren gilt. Dass wir alle mit Herzblut bei der Sache sind. Dass Abschied für uns etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und zwar angefangen damit, den Tod begreiflich zu machen. Gerade diese ersten Tage, wo viele Angehörige quasi gar nicht wissen, wo oben und unten ist, nehmen wir sie an die Hand, zeigen ein bisschen, wir machen jetzt so weiter, das könnte der Weg für sie sein und wir begleiten sie in ihrem Abschied. Uns als Frankenheim-Team macht eigentlich besonders, dass wir alle miteinander zusammenarbeiten, sowohl im Bereich der Verstorbenenumsorgung als auch im Bereich der Beratung. Das ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten und wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, den Kunden gerecht zu werden. Sei es, dass wir hier verschiedene Hauskapellen haben, wo die Leute Abschied nehmen können oder halt auch Abschiedsräume.